ist es scharf. Es geht los. Morgen, Jungs. Und Mädels, wir spielen SCP 087B V2. Ausrufezeichen. Mädels, Ausrufezeichen. Aber die Sounds sind dieselben. Ich laufe richtig langsam und ich kann nicht rennen. Nicht? Nicht rennen. Ja, in der Options.ini konnte man den Character Speed ändern. Aber wir starten jetzt nicht nochmal neu, oder? Starten wir nochmal neu? Nee, das macht es ein bisschen dramatischer, wenn ich langsam laufe. Alter, alles voller Blut. Hat irgendeiner was hingeschrieben, oder? Steht da was? Nee. Und so? Nee, ist zufällig. Ja. Bisschen lauter, damit es dramatischer wird. Etwas Angst habe ich ja schon. Weil es leicht so blurry ist. Oh! Okay. Es geht schon gut los. Bei dem 087B ist ja ziemlich langweilig eigentlich. Ich sollte mich mal locker da hinsetzen. Nicht, dass ich mir noch was weh tue. Zwei. Also in dem Tempo 100 Stockwerke? Ja, wir haben es am meisten so bis 20 geschafft. Wenn das jetzt Thema so lang wird, das Video, dann kommen wir schon hin. Oh mein Gott. Ich glaube, da kommt gleich irgendwas, das uns anspringt. Pass auf, wenn es solche Gabelungen gab. Was mache ich denn, wenn was kommt? Rückwärts laufen. Dann rennst du so schnell, du kannst weg. Ja, guck, da fällt es runter, du musst das andere nehmen. Oh. It's a trap, warte, dreh dich jetzt um. Da steht da irgendwas. Das war so mies. Behind you. Ja, rennen so schnell du kannst. Oh, ich weiß nicht, das ist richtig verstörend, das Spiel. Also, die Sichtweite so richtig schlecht ist. Alles ist verschwommen. Und die Soundkulisse macht einen auch irgendwie ein bisschen Depri. Ich glaube, man könnte trotzdem wirklich mindestens 50% schneller laufen. In der Realität meinst du? Wie da jetzt halt. Doppel-Tap bringt. Ohne dass es jetzt so viel von Atmosphäre wegnimmt. Bitte, 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 was ist da los? Hilf. Gehirnsplitter auf dem Boden. Warte mal kurz. Ah, er macht sich so hell. So. Ach du Kacke, was ist das jetzt? Wenn jetzt irgendwas Helles aufblitzt, dann wird es sehr hell. Also so schlimm fand ich es schon lange nicht mehr, im Horrorspiel zu spielen. Ernsthaft. Das ist richtig bedrückend. Was ist runter? Da geht's runter. 3 kommt jetzt, oder? Ja. Also 1 und 2 ging irgendwie schneller als das jetzt. Achso, ja, wir müssten diese Gabelung noch. Ja, genau. Das hat ja ewig gedauert. Kennst du die Werbung mit dem Golf? Welche? Der längste Golf aller Zeiten, sowas. Nee. Den Golf, den gibt's ja auch als Kombi so in der Art, ne? Mhm. Und guck mal da durch. Und da siehst du halt so ein paar, wie sie in dem Auto eben vorne drin sitzen. Und dann sagt der Mann: Oh Gott, Schatz, ich habe mein Geldbeutel liegen lassen. Ja, dann geh doch zurück und hol ihn. Den ganzen Weg. Da siehst du, wie der eben aussteigt in den Golf, dann nach hinten ein Kofferraum läuft, den Geldbeutel holt. Oh. Und Leute, wenn jetzt was kommt, ne? Soll noch ein bisschen lauter machen? Was meinst du? Nein, bitte nicht. Fear. Fear. Fearing. So, gehe ich auch links, weil vorher war links falsch. Ich glaube. Meinst du, links ist immer falsch? Beim 087 war es immer eine Richtung. Das können wir jetzt nicht so pauschalisieren, wir müssen das jetzt auch. Meistens war das rechts, war die Falle. Untersuchen.
Das sieht nicht so aus, ob hier ein... Na. What the fuck? Das ist die Falle. Bisschen fehlerhaft, aber... Dreh dich um. Das ist voll schlimm, ne? Das wäre so mies, wenn du in der Sackgasse bist und dann drehst dich um und dann... steht da irgendwas. Muss ja nicht unbedingt töten, aber das halt für den Moment, was da ist. So eine kurze Halo. Leute. Ich hab ganz schlechtes Gefühl. Also das ist auf jeden Fall mies, wenn du das alleine vom Schlafengehen spielst. Übel. Im dunklen Zimmer. Aber gut, dass uns auch noch was schocken kann, irgendwie. Na gut, SCP klappt eigentlich ziemlich oft. Ja, okay, D-Shock-Moment, aber da habe ich Angst, ohne dass was passiert. Ja, weil wir es halt noch nicht kennen, einfach. Ich habe halt Angst, dass ich jetzt plötzlich so ein Gesicht sehe, irgendwie. Keine Ahnung, das wäre voll mies. Achtung, Gesicht in 3, 2, 1. So diesen schwebenden Kopf von Eis oder so. Wobei, der ist gar nicht so schlimm eigentlich. Im Forum hat, glaube ich, einer geschrieben, dass der meint, ob das Spiel Gedanken lesen kann oder sowas. Weil da hat es gespielt, hat er irgendwas gesagt. Und daraufhin kam irgend so eine Radiostimme eben, die ihm dann auf diese Frage oder was er halt gesagt hat, geantwortet hat. What's going on? Das Mieses. 5. Boah, ein Viertel geschafft. Ja, wenn man davon ausgeht, dass es 20 sind. Aber oh, das ist echt übertrieben langsam. Gut, das macht's spannend, aber ein bisschen schneller. Ich kann auf jeden Fall nicht wegrennen. Das ist schon mal scheiße. So das Bedürfnis, alte 4 zu drücken. Da muss ich jetzt mal schlucken. Das klang ein bisschen gruselig. Aber bis jetzt haben wir nur... Mann! Das war aber im anderen auch. Eine Radio Transmission. Ja, aber da kam die ziemlich am Anfang, glaube ich. Behind you. Behind you. Oh mein Gott. Nee. Was machst du? Bin ich blöd? Wie in diesem Horrorfilm und so. Immer dahin gehen, wo es richtig scheiße ausschaut. Ja, behind you, dann würde ich, wenn dann steht, dann direkt hinter dir was, oder? Aber wie ich mich gleich umgedreht habe, eigentlich hätte ich... Ja, umgedreht hätte ich mich auf jeden Fall auch, aber... Weiß nicht. Ich wäre vielleicht... Es wäre vielleicht sinnvoll weiterzulaufen. Aber es ist ein bisschen enttäuscht, dass da nichts war eigentlich. Aber wir wollen ja auch was bieten, ne? Kriegt man eigentlich vom Zuschauen auch Angst? Also von, ich meine jetzt die Zuschauer vom Gucken unserer Videos? Also ich manchmal, wenn ich mir so ein Video angucke, das wir hier vor 2 Wochen oder so gemacht haben und ich mich nicht mehr an alles erinnere, und dann Schocker drin ist, dann erschrecke ich meistens auch nochmal. Ja. Aber ich weiß halt in dem Moment nicht, ob es der eigentliche Schocker ist oder... Weil wir schreien. Oder zusammen mit unserem Schrei daneben, ja. Ich will, dass du das Spiel auch nochmal spielst. Mach ich. Behind you. Oh fuck, was ist das? Aber wir haben immer noch nichts gesehen. Nur akustisch bis jetzt. Akustisch. War das ein Rülpser? Nee, also Kotzen. Kotzen. Ja, aber bei manchen ist es dasselbe. Das klang aber schon nach Galle. Das
ist auch kein Blut hier. Blut gemischt mit Erbrochenem. OMG. Wo sind wir? 8? 8 muss jetzt kommen. Ne, jetzt kommt 9, oder? Echt? Ich kann mich ja nur an 7 erinnern. Obwohl über 8 kam das. Ja. Ja. Dann kommen jetzt 9. Naja, jetzt kommt wieder ein Geräusch, oder? Ja, wenn die Musik ausgeht. Ja, komm, ist gut. Mach's aus! Wenn man dran denkt, dass jetzt gleich was kommt, dann ist es gar nicht so schlimm eigentlich. Oh. Ist es von uns? Dreh dich mal um. Alter, das wäre so mies, wenn hinter dir was wäre. Oh! Hallo? Ja, ist es von uns oder was? Ich habe keine Ahnung. Sterben jetzt einfach. Das ist wahrscheinlich, wenn wir immer näher an irgendwas rankommen, ans Ziel oder so. Jetzt ist still, jetzt kommt was. Erzähl mal was. Wenn die Musik angeht, bin ich beruhigt. Jetzt kommt wieder was, pass auf. Was? Wo? Nach 10. Hast du gesagt? Ja, das sah so komisch aus, irgendwas mit den Klammern oder so. Was? Ein Schnaufen. Aber von hinten. Von hinten? Ne, sind wir selber, oder? Na gut, wenn das Spiel surroundfähig wäre. Wenn man das jetzt wirklich von hinten hören würde. Böse. Oder wie bei SCP, wenn der Radical Larry dann kommt. Und das dann von hinten. Oh Gott. Mir ist es schlecht bei den Gedanken, dass jetzt durch irgendwas kommt. Aber ich glaube trotzdem, dass es ungefähr bis 20 geht. Was ist da los? Sind jetzt diese großen Räume? Sind diese großen Räume, ja. Oh, bitte nicht. Aber da ist es noch nicht die ganz großen. Da gibt es ja auch Räume, wo du vom einen Ende nicht bis zum anderen sehen kannst, wo es dann diese Treppe gibt. Ja, von da kommst du doch jetzt her. Das Bogentor, oder? Von da kommst du her. Nein, nein. Sicher nicht. Wie sicher? 100%. Oder was, oder? Ja, dann würde die Musik ausgehen. Vielleicht kann man sich ja so ein bisschen daran orientieren. Ja, jetzt ist er nicht ausgegangen. Das war ja auch jetzt ein harmloser Ambient. Blut auf der Treppe. Unten ist wahrscheinlich der Ding. Oder meinst du es an dem Moment, wo es geloopt wird, dass da halt still ist und es bis jetzt Zufall war, dass immer an dieser Stelle dann was kam? Könnte schon sein, hört sich nämlich so an. Aber hier, guck, unten ist doch bestimmt diese Ding. Entbindungsstation, oder? Die haben es nicht geschafft, hier ist alles rausgekommen. Also 10 Stockwerke weiter mussten, oder noch mehr, 20. Was ist das jetzt? Das macht mir gar keine Angst, das Geräusch. Hm. Aus wie ein Gesicht. Ja, gell? Auf der anderen Seite aber auch. Das ist symmetrisch, gell? Ja. Rechts, glaube ich, ein bisschen weiter vorne. Nee, du guckst einfach schief. Was kommt als nächstes? Ja, so ein Radio. Eine Mitteilung, so eine Funkmitteilung.
das kommt gleich. Was so lustig. Ich erwarte halt irgendwas. Was geht das eigentlich irgendwie? Was aber beim anderen ach, SAP 087 B eigentlich unser Rekord, weißt du das noch? Keine Ahnung, 46. Echt? Keine Ahnung. Also beim anderen ohne B ist man auf jeden Fall deutlich tiefer gekommen. Ja, kann auch Zufall gewesen sein. Aber gut, da, das hat er quasi nur aus den Treppen bestanden, da gab es ja keine Stockwerke in ja, dem Sinne. Das war auch voll blöd, voll langweilig. Da war gar nichts. Ja, am Ende kam einfach so ein Slender-Viech. Aber ne, war schon gruselig eigentlich. Ja, aber war also echt 100 Stockwerke oder so waren das. Das B war schon besser. Ja. Deutlich. Was jetzt hier? Hier passiert gar nichts mehr. Das ist ja auch vom selben Macher, ne? Wie SCP Containment Breach. Ja, das B, oder? Ja. Der hat halt Ahnung, ne? Das andere hat ja eine andere Engine. Glaube ich. Sah zumindest grafisch anders aus. 15. Ja. Und weiterhin passiert nichts. Kommt nicht mal mehr diese, keine Ahnung, diese Schockgeräusche. Beschwör's nicht herauf. Siehst du? Das hab ich gemeint. Ich sag nichts mehr. Das Spiel hat es gehört. Das ist das, was der im Forum gemeint hat, dass es eben Gedanken lesen kann. Weil der hat irgendwas gesagt, so eine rhetorische Frage und das Spiel hat geantwortet. Das war jetzt hier genauso. Meinst du, es ist weg, weil ich zurückgelaufen bin oder wäre es auch so weggegangen? Ich weiß nicht. Das war irgendwas, was so durch die Wand gelaufen ist und vorne dran war einfach so ein Kürbiskopf irgendwie. Das war so, also zwei Augen und so ein Grinsen war das. Ich weiß nicht, ob es uns getötet hätte. Ich muss mal einen kleinen Schluck trinken. Oh, Leute. Jetzt krieg ich Gänsehaut. Ja, 16, das nähert sich schon der 20 und bei 20 ungefähr ist Schluss. Da war's schon wieder. Na, das war harmlos. Ja. Was hat er gesagt? No? Ja, hab ich auch schon. No. So eine, no. So eine Raucherstimme. No. Kennst du diesen Schock, wo du nur so leicht einen Schweißausbruch kriegst? Also du so leicht, keine Ahnung, kurz warm wird und dann... Ohne dass du körperlich zuckst? Ja, so. Nee, kenn ich nicht. Nee, echt nicht. Also nicht, das ist der große Raum, den ich gemacht habe. Ja, oh, bitte nicht. Der ist so gruselig, Alter, da passiert eigentlich nichts. Ja, ja, in dem anderen. Bitte, bitte nix. Ich stelle mir den Schock immer so als Skala vor. Also 1 bis 3 ungefähr ist innerlich. Ab 4 weiten sich vielleicht für einen kurzen Moment die Augen und so. Und so ab 5 ungefähr ist die Schwelle, wo du körperlich zuckst. Ich weiß nicht, wie wird dann manchmal so warm und dann wird sich kalt. Bis 6 ungefähr kannst du körperlich zucken, aber ohne auszuschreien. Und ab 7 machst du dann huh! Und so ab 8 schreist du auf jeden Fall. Vierringische Skala. Ja, die müssen wir mal schriftlich festhalten. So die Hühnerbewertungsskala. So. Den Horrorraum geschafft. Ah, guck, da war so ein Torbogen, habe ich auch gesagt. Ja. Du bist ja so gescheit. Oh. Sorry, hat nicht geklappt. Was war das jetzt? Ich wollte, dass du erschrickst. Mauspack. Jetzt weiß ich nicht, wo du hergekommen bist. Ne? Ja. Sehr gut. 18. Da habe ich die 17 verpasst. Da würde ich sagen, 17 Jahre blondes Haar. Toll. Ja,
Warte, gehen wir zurück. Oder da. Wieso denn? Sah das aus wie ein Schwanz. So eine Kettensäge. Kam mir so vor irgendwie. Hallo? Wie ist da wer? Da um die Ecke. Jetzt reden wir wieder und dann realized das Spiel, das wir gesagt haben. Hm. Aber das Mikrofon ist nicht angeschlossen, ne? Achso. Theoretisch geht's gar nicht. Außer, dass das iPad mit dem Mikrofon über Bonjour mit dem PC kommuniziert. Das ist so diese Apple-Schnittstelle hier. Mhm. Und dass das Spiel ja damit compatible ist. Vielleicht. Genau. Aber 5.1 Sound unterstützt es nicht. Oh, jetzt passiert was. In so einem Raum. Das wäre ungewöhnlich, aber ich schließe es nicht aus. Aber richtig assi wäre es auf jeden Fall. Ich sehe gar nichts. Ich auch nicht. Guck lieber nach oben, das ist gruseliger. Ist der weiter rum? Okay, kommen wir wahrscheinlich nur so vor, weil wir so langsam sind. Ja. Oh Mann. Das Video wird ja ewig lang. Ich will nicht so langsam sein. Nein. Mach mal einen Cut, oder? Mach mal. Das ist ja schon voll lang. Wir gucken das später mal an. Halbe Stunde geht auf jeden Fall. Wenn es länger ist, dann kann man vielleicht einen Cut machen. Und die Zuschauer haben ja gesagt, je länger, umso besser. Die Videos. Aber ich persönlich, ich würde nicht so lange Gameplays gucken. Eben, das meine ich. Also ist nicht jeder der Meinung. Vielleicht viele, aber. 20. Die, wo kurze Videos mögen, finden es gut und die, wo lange mögen, können ja dann den zweiten Part anklicken. Der 2 Tage danach rauskommt. Hat irgendwas so Was? Von hinten bestimmt. Sind wir tot? Nee. Soll man stehen? Ah. What the f. Ich will mich nicht umdrehen, ich will mich nicht umdrehen, aber ich laufe rückwärts. Vorbei, glaube ich. Ja. Aber es ist doch irgendwie blurry, oder? Also mehr als vorher, oder? Ne, jetzt wieder normal. Da hat man da gehört, dass er so eine Fackel irgendwie angemacht hat, ne? Ja, so ein Streichholz. Nee, es klang für mich nach so einer Streichfackel, hier so. Und dann sich um dann. Boah. Was mache ich hier eigentlich? Wir spielen das Video dann in doppelter Geschwindigkeit ab. Ja, genau. Um einen humorösen Effekt zu erzielen. Wie war das bei Cold Mirror? Ab jetzt wird's allmählich kritisch. Meinst du, ja? Kann man so sagen. Wenn man das Konzept von der vorherigen Version beibehalten hat. Muss man ein bisschen schlimmer machen? Kann man sagen, aber speichern. So. Warte, machen wir aber nicht. Also es tut uns leid, dass es nicht schneller geht, aber die Standardlaufgeschwindigkeit ist irgendwie komisch. Also wenn ich das spiele, dann stelle ich die so, ich weiß nicht, 15 ist das zu viel. 10er meine ich jetzt. Wir gucken mal, wir müssen es halt 10 ist Standard. Uns mal prozentual dann ausrechnen. Ich glaube, wir probieren mal 15 und wenn das so schnell ist, dann machen wir halt 12 oder 13, irgendwie sowas. Ja, du musst vorstellen, 20 wäre ja das Doppelte, logischerweise. Ja, ein Doppeltes ist, glaube ich, zu schnell. Meinst du? Guck mal, wie scheiße langsam das ist. Da war ja vorhin nicht. Ich würde auf jeden Fall mit 15 anfangen. Guck mal, bei der V2 hätte doch jetzt da was machen können, oder? Echt, ey. Das hab ich mir bei der ersten Version schon gedacht. Das wäre so gruselig, wenn du da durchguckst, dann ist da irgendwas. Ein kurzer Schleier, der da vorbeiläuft oder kurze Augen, die aufblitzen, irgendwie sowas. Mensch. Ich bin noch nicht der Einzige, der sich sowas denkt. Dann könnte doch der Entwickler da auch auf die Idee kommen.
Moment, der Entwickler von dem Spiel ist derselbe Entwickler wie von SCP Counter Strike, Alex B. Nee, es ist aber glaube ich gar nicht. Die V2 ist von jemand anderem, glaube ich. Meinst du? Ist ja, müsste ja Open Source sein, oder? Ist es? Weiß ich jetzt gar nicht. Creative Commons auf jeden Fall. Hat er sich den Source Code gepackt und weiterentwickelt. Aber was ist jetzt bis jetzt eigentlich anders? Ist ein bisschen blurry, ein bisschen Blut an der Wand. Ein paar andere Geräusche. Ein paar Schocks. Wir laufen langsam. Das ist eigentlich langweilig. Ja, am Anfang hatte ich voll Panik, aber mittlerweile. Voll dran gewohnt. Schade, dass es so lang dauert, weil es nichts, was man zwischendurch spielen kann eigentlich, oder? Du kannst jetzt nicht einfach aufhören und speichern oder so. 24. So läuft man mit einem Zombie bei SCP Containment Breaches, oder? So ähnlich, ja. Dead Rising 2 war ein cooles Spiel. Schade, dass das neue exklusiv für Xbox ist. Ist das das, wo man so Waffen bauen kann? Ja. Ah, ja. Ist ja weniger horrormäßig, eher so Splatter und lustig. Open World, oder? War so ein Open World Spiel. Und du konntest da so ein weißes Netzteil anziehen. Und das hat richtig schwule ausschaust. Und da gab es dann Dildo und wenn du den deiner Tochter versuchst zu geben, dann sagt die, nein, ich bin noch nicht alt genug für sowas oder irgendwie sowas, sagt die dann. Ich kann das noch nicht benutzen. Toll. Jetzt bin ich mal gleich rechts gegangen. Ist anscheinend immer, ey, aber das ist doch auch blöd, oder? Oder es ist Zufall. Ich habe irgendwie keine Lust mehr. Brech mal ab. Fast welcher Schock. Ja, also wir spielen es auf jeden Fall bis zum Ende, aber ich glaube auch, dass da nichts Großartiges mehr passiert. Vielleicht hat das Endviech abgeändert. Wobei das ja eigentlich das SCP ausmacht, oder? Dieses Endteil. Das Gesicht, wo die Tentakel rauskommen. Ja, aber das SCP an sich ist doch das Treppmaus einfach, oder? Ja, aber vielleicht ist das Teil davon. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber soweit ich weiß, kommt es bei Stockwerk 100. Doch nicht in dem Spiel. Meinst du? Hast du bisher immer nur bis 20 und ein paar Zerquetsche geschafft. Mal 26. Ja. So, komm, jetzt ist vorbei. Auf dem Deck und da steht er dann. Wenn er kommt, dann laufe ich drauf zu, glaube ich. Machst du wie ich, wenn ich Panik bekomme, dann lasse ich die Tastatur und Maus los. Das wird das Gesicht. Schaut aber auch aus wie ein Gesicht. So ein bisschen, oder? Das da. Ja, das da und das da drunter auch. Das ist so eine richtige Rundung hier vom Schädel. Hm. Jetzt haben wir uns genau gesehen, wo ich auf dem Motor hingedeutet habe. Das spannendste Video ever. Das können wir dann alle als Intro einblenden. Für den zweiten Part dann. Passiert da jetzt mal was?
Also Maskatna ist der zweite Part echt langweilig. Ja, das sagt einiges aus. Also ich glaube, da passiert nichts mehr. Bis Stockwerk 30 passiert nichts mehr. Sag ich. Rechts. Naja, weiß schon. Und gerade jetzt ist es nichts. Ist doch verschwendete Lebenszeit, ey. Mein Hintern tut weh vom Sitzen. Was? Komm, lass uns sterben. Boah. Ja gut, aber da gab es jetzt echt keinen Ausweg, weil das ging nur höchstens in das Loch runter. Warten können. Oh. Corrupt. Ja. Also Anfang, also für diejenigen, die das alte kennen, ist es ganz lustig. Oh. Entschuldigung. Aber zum öfter spielen ist es, glaube ich, nichts. Nee. Nee. Lass mal das. Dann könnte ich nochmal probieren, eben die Schrittgeschwindigkeit zu erhöhen. Auf 30. Nee, aber halt ungefähr die Hälfte schneller, 40% oder so. Wir können es ja mal ausprobieren und wenn es nichts ist, dann lassen wir es. Ja. Wisst ihr Bescheid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.